Unser Land geht vorweg. Diesen Slogan hört man nicht nur in der Werbung. Es stimmt, Deutschland ist nicht nur in Europa in Sachen Windkraftanlagen Vorreiter. Wir sind sogar weltweit ganz weit vorn. Windkraft. Sauber, nachhaltig und gesundheitlich unbedenklich. Ist das wirklich so? Inzwischen zweifeln immer mehr Menschen daran. Zu schnell, zu viel, zu hoch und zu nah wird gebaut, heißt es. Und manchmal an fragwürdigen Standorten. In Bad Brambach zum Beispiel, direkt an der Staatsgrenze. Die Einwohner sind aufgebracht und auch der Bürgermeister ist sauer. Was kann man dagegen tun, dass die Tschechen gerade hier Windräder aufstellen? Wohin kann man sich wenden? Viele Fragen hatten die Bürger an diesem Abend und nicht auf alle gab es eine Antwort. Die Veranstaltung sollte in erster Linie über Windkraftanlagen an sich informieren. Ganz herzlich begrüßen zu einer Informationsveranstaltung. Zwei Experten hatten die Veranstalter dazu eingeladen. Walter Schorsch aus Hof sprach über die Effizienz der Windkraft. Er ist überzeugt, dass der Nutzungsgrad für die Stromgewinnung viel zu gering ist. Und da haben wir konkrete Zahlen und Fakten, mit denen wir argumentieren können und die bisher noch nicht widerlegt worden sind. Die im Vortrag genannten Untersuchungsergebnisse bezieht Walter Schorsch aus Bayern. Dort ist der Hofer, Jahrgang 39, schon lange in Sachen Aufklärung unterwegs. Ich betrachte mich selbst nicht als Windkraftgegner, weil ich schon überzeugt bin, dass Windkraft in bestimmten Gegenden der Welt eine wichtige Rolle spielen könnte. Allerdings nicht in Deutschland. Nicht nur die Windverhältnisse sind ungeeignet, meint er, auch von den Forderungen der Stromversorgung eines Industriestaates her ist Windstrom unsinnig, weil er nicht kontinuierlich anliegt. Nun ist die Grundsatzentscheidung für die Windkraft an sich längst gefallen. Viele der Anwesenden waren keine wirklichen Windkraftgegner. Ihnen ging es vielmehr um ein Mitspracherecht bei der Standortentscheidung und um neue Abstandsregelungen. Wir sehen im Hintergrund hier die drei Windkraftanlagen als Zahlsdorf auf der Zahlsdorfer Höhe. Die sind 1995 errichtet worden praktisch. Das erste ist 320 Meter weg, das zweite 500 Meter weg, das dritte 700 Meter. Also die sind viel zu weit an der Wohnbebauung bei uns. Wir merken es abends in der Nacht. Man kann in der Schlafstube kein Fenster aufmachen und am Tag hat man laufend diese schlagenden Geräusche. Und wer sensibel ist, der wird dafür verrückt gemacht. Und da sind wir beim nächsten Vortragsthema. Professor Eberhard Meinl aus Klingenthal befasst sich mit dem Phänomen Infraschall. Ja, der Mensch hört Frequenzen so ab 20 Hertz bis maximal so etwa 16, 20 Kilohertz. Darüber ist der sogenannte Ultraschall und unterhalb dieser 20 Hertz Grenze Infraschall. Infraschall wird von den normalen Hörorganen nicht wahrgenommen, das heißt, man hört ihn nicht, aber man kann ihn sehr wohl spüren. Andol aus Tirschendorf kann das bestätigen. Also am Anfang hat man niemand geglaubt, dass die Windräder sehr problematisch sind. Und man hat mich als Parolant hingestellt. Es gibt also eine ganze Reihe von Gesundheitsbeschwerden, die von Schlafstörungen über Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden und gehen. Und natürlich individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Infraschall lässt sich nicht durch herkömmliche Lärmschutzmaßnahmen eindämmen oder gar aufhalten. Das ist also das Problem. Sie können also Schallschutzfenster oder Ähnliches haben. Das hilft Ihnen gar nichts. Und auch die Tragweite ist erheblich höher als der normale Hörschall. Und das ist natürlich auch eines der Probleme, was mit den Windkraftanlagen in Verbindung steht. Die einzige Lösung ist ausreichender Abstand zu bewohnten Flächen. Ja, die Richtlinien gibt es, aber die sind nach heutigem Wissen eigentlich überholt. Anderorts ist man da schon einen Schritt weiter. Wir haben es jetzt erreicht in Bayern, dass die Abstandsregelung verbessert worden ist. Von früher 700 Metern gelten jetzt 10 mal H, das heißt 10 mal Höhe des Windrades, und zwar bis zur Spitze, nicht bloß bis zur Narbe, sondern bis zur Spitze. Die sind normalerweise heutzutage 200 Meter hoch. Das bedeutet 2 Kilometer Abstand. Dafür macht man sich jetzt auch in Sachsen stark. Einfach ist das allerdings nicht. Das wurde in der anschließenden Diskussion deutlich. Windkraftgegner und Kritiker aus ganz Sachsen waren gekommen, um sich zu informieren, aber auch um sich auszutauschen über mögliche Vorgehensweisen. Ein Landtagsabgeordneter aus Dresden war anwesend und gab Ratschläge. Wir als Windkraftgegner im Sächsischen Landtag, wir kämpfen dort echt wie Don Quixote gegen Windmühlen. Wir brauchen jegliche Unterstützung. Deshalb nochmal, schreiben Sie Ihre Landtagsabgeordneten an.
Abgeordneten egal, wollen. Egal, wer es ist. Egal, wer es ist. Alle Parteien, alle einfach anschreiben und Stellungnahmen. Konfrontieren Sie diese mit diesen Argumenten und verlangen Sie von denen Stellungnahmen. Das war dann auch das Endergebnis der Veranstaltung. Sie wurde organisiert von Maud Weigel aus Pabstleiden, Bad Brambachs Bürgermeister Helmut Wolfram und Lothar Reiner, Oberarzt an der Ebel-Klinik. Er wohnt in Kleedorf, dem Brennpunkt in Sachen Windräder im Vogtland.